Also das ist schon Gänsehaut, das muss man sagen. Viel zu schade, um da rein zu quatschen. Deswegen war es mal ganz gut, sie das daheim genießen zu lassen. So, und Herr Gomisch eröffnet das Rückspiel der Europa-League-Qualifikation. Eintracht Frankfurt, die Heimmannschaft, in den schwarzen Hosen und rot-schwarz gestreiften Trikots. Die Gäste aus Aserbaidschan in weißer Spielkleidung. Und sie treten heute in einer deutlich offensiveren Formation an als im Heimspiel. Ganz klar, sie müssen Tore machen, wenn die Illusion, nenne ich es mal, des Weiterkommens am Leben erhalten werden soll. Also Karabach braucht hier zwei Treffer Minimum. Die Eintracht wird das dagegen haben. Natürlich ist der Bundesliga-Sechste der vergangenen Saison hier glasklarer Favorit. Schauen wir uns schnell die Grundformation der Gäste an, derweil wir natürlich mit einem Auge auf der Partie hier weiterbleiben. Im Tor Miro Vervodic, kennen Sie vielleicht noch, war 4 Jahre beim 1. FC Köln, hat immerhin 7 Spiele für den Geißbock bestritten. Abwehr Medvedev, Sadigov, Telly, Agoli. Ich sage Ihnen, da sind 2 Nationalspieler von Berti Vogts dabei, der nach wie vor Nationaltrainer Aserbaidschans ist und demnächst mit seiner Mannschaft in Israel gastiert. Einen defensiven Mittelfeldspieler hat er nur gebracht mit Namik Yusifov. Dann 3 offensive Mittelfeldspieler mit Almeida, Nadirov und 2 Stürmer mit dem ehemaligen Bochumer Gelashvili und dem Holländer Leroy George. Berti Vogts übrigens hier vor Ort, wohnt ja nicht so weit weg. Nach wie vor Hauptwohnsitz in Korschenbroich bei Mönchengladbach. Heute im Stadion schaut sich seine Nationalspieler an. Armin Fee, der Eintracht-Coach, hat eine Stammformation gefunden seit einigen Wochen. Spielt er im Grunde genommen immer mit der ersten Elf, mit ganz kleinen Nuancen an Veränderungen. Heute muss Alexander Meyer mal die Sturmspitze geben, weil einfach Lakic verletzt ist, Rückenprobleme. Katletz, der neue tschechische Stürmer, darf noch nicht in der Qualifikation mit ran. Ansonsten ist es immer fast die gleiche Mannschaft. Rode heute mal in ungewohnter Position, der Mann, der hier gefoult wurde. Sebastian Rode, der sich Hoffnungen macht auf die WM 2014. Warum nicht? U21-Nationalspieler war er schon, die Bayern waren schon interessiert. Guter Mann. Alex Meyer. Flum, Rode. Öffnet auf den Japaner Takashi Inui. Frankfurter spielen wie immer in einem 4-2-3-1-System, mit dem ist Armin Fee am allerbesten gefahren. Hat mal ganz kurz ein 4-4-2 ausprobiert. Ergebnis war ein 1-6 in Berlin zum Saisonauftakt. War er nicht so wahnsinnig begeistert und auch das 0-1 gegen Bayern hat ihn nicht bestärkt, in einem 4-4-2 weiterzuspielen. Also Rückkehr zum alten System und sofort kamen die Erfolge zurück. Das ist Aigner, Torschütze am letzten Wochenende in der Bundesliga. 2-0 in Braunschweig. Ziemlicher Schnitzer gerade von Richard Almeida. Starkes Spiel. Inui. Tick zu lang gewartet von Japaner. Fast das 1-0 nach 4 Minuten. Super eingefädelt von Meyer, der Pass kommt von Rode und dann muss er schon schießen und wartet er die berühmte Sekunde zu lang. Das ist Gurban Gurbanov, übrigens sowas wie der Gerd Müller Aserbaidschans, ja, Sie hören recht. Rekordtorschütze der aserbaidschanischen Nationalmannschaft. 67 Länderspiele gemacht, also ähnlich wie Gerd Müller, der hatte 62. Gerd Müller hat allerdings 68 Tore gemacht. Herr Gurbanov 14, aber das reicht, um
Rekordnationaltorschütze des noch jungen Staates Aserbaidschan zu sein. Aserbaidschan gibt es ja erst seit Oktober 91, also seit rund 22 Jahren existiert der souveräne Staat Aserbaidschan. Lange ja als Sowjetrepublik annektiert. Und dieser Gobanov trainiert übrigens Karabach Aktam seit jetzt über 5 Jahren und sehr erfolgreich. Sie spielen schon zum 4. Mal international. Alle Achtung, aber für die Gruppenphase hat es noch nie gereicht. Gute Balleroberung von Rode Inui. Das ist Ansi Agoli, Linksverteidiger, der viel marschieren muss heute. Guter Wechsel, Medvedev. Der Fünfer, der jetzt am Ball ist. Einer von den 5 Nationalspielern, die bei Karabach Aktam aktuell unter Vertrag stehen. Guter Ball auf Leroy George. Alex Meyer. Einzigen Neuzugang, der sofort Einzug in die erste Elf gehalten hat, nämlich Johannes Flum. Und das Tor, das nicht zählt. Das nicht zählt, abseits von Alex Meyer. Wäre sein 3. Tor gegen den gleichen Gegner gewesen und die Entscheidung war korrekt, absolut korrekt. Pass kam von Stefan Aigner, wenn ich das richtig gesehen habe. Alex Meyer, sowas wie der Mr. 100% im Moment bei der Frankfurter Eintracht. Die hat 7 Tore in der gesamten Saison geschossen. 7 im Pokal, Bundesliga und Europapokal. 4 davon hat Herr Meyer gemacht. An 2 weiteren war er beteiligt. Also im Grunde genommen ist er an jedem Tor der Eintracht in dieser Saison irgendwie dran gewesen. Meistens als Torschütze. Eine super Form. Letztes Jahr mit 16 Toren ganz weit vorne in der Torjägerliste. In der Fußball-Bundesliga. Tja, und die Eintracht hat ja vergangene Saison als Aufsteiger Phänomenales erreicht. Ich weiß gar nicht, ob Sie es gewusst haben. Eintracht Frankfurt ist seit 15 Jahren der erste Aufsteiger in der Bundesliga, der es geschafft hat, direkt in den Europapokal einzuziehen. Die letzte Mannschaft, die das geschafft hat, wurde von Otto Rehhagel trainiert und hieß 1. FC Kaiserslautern. Die wurden als Aufsteiger sogar deutscher Meister und zogen in die Champions League ein. Und 15 Jahre hat es das nicht mehr gegeben, dass ein Aufsteiger gleich so durchgestartet ist wie die Eintracht. Für die Champions League hat es nicht ganz gelangt. Dazu fehlte am Ende ein bisschen die Breite des Kaders, die Spritzigkeit. Sonst hätte die Eintracht vielleicht sogar noch irgendwie Platz 4 erreicht. Es wird vermutlich die Europa League Gruppenphase, wenn das heute kein Fußballwunder hier gibt. Stichwort Champions League, da werden wir Ihnen gleich mal die Auslosung präsentieren. Denn die war am frühen Abend. Und die 4 deutschen Champions League Teilnehmer haben durchaus interessante Gegner heute zugelost bekommen. So, in der Gruppe A trifft Bayer Leverkusen eben nicht mehr auf Sir Alex Ferguson. Nein, David Moyes ist der neue Mann bei Manchester United, Donetsk und eine schöne Reise nach San Sebastian haben sie gewonnen. Aufpassen für die Eintracht, mein lieber Mann. Der FC Bayern hat es relativ genüsslich mit Manchester City, Moskau und Viktoria Pilsen erwischt. Der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund trifft sich schon wieder mal mit Olympique Marseille, dazu noch mit Arsenal London. Und er verliert das Tor. Und
es ist natürlich, natürlich wieder wunderschön herausgespielt. Er hat gesagt, diese Partie müssen wir so ernst nehmen. Vom Reden kommt keiner weiter. Wir müssen es auf dem Platz beweisen, das tut die Eintracht. Zunächst einmal kein Foul, Rode ist aber handlungsschnell, setzt sofort nach Meier, winkt, sagt, ich bin hier lang. Und dann hat er lange auch den Ball mit dem linken Fuß. Er hat so einen Torriecher, dieser 30-jährige Alex Meier. Gebürtiger Hamburger Jung, ganz kühler, wortkarger Mensch. Aber auf Platz explodiert er. 1,96 lang, aber eine super Technik. Sein drittes Tor gegen Karabakh Aktam, es steht in der Summe 3:0. 2:0 Hinspiel, 1:0 heute. Tja, und seien wir ehrlich, nach 10 Minuten ist das mehr als die halbe Miete. Karabakh müsste 3 Treffer hier erzielen in Frankfurt. 3. Und die Eintracht kein weiteres. Nur dann wäre das Team aus Aserbaidschan doch noch in der Gruppenphase. Und die Eintracht sprüht richtig vor Freude, vor Engagement. Sicherlich auch angefixt durch ihre tollen Fans. Hier war der Schlüssel zum Tor, Sebastian Rode, der unermüdlich um jeden Ball ringt und kämpft, keinen Ball verloren gibt. Vielleicht wirklich einer für die WM 2014, wer weiß das schon. Seine Entwicklung auf jeden Fall noch nicht am Ende. Das ist wieder Meier gegen 3, aber nicht gegen Vavodic. Im Moment geht bei Meier alles. So einen Saisonstart hatte er in seinen jetzt schon 12 Profi-Jahren noch nie. 5. Tor in dieser Saison bereits. Die Eintracht hat insgesamt nur 8 erzielt. 5-mal Meier. Die übrigen Torschützen übrigens, falls es interessiert, José Lu, Rode und Aigner. Und das ist erwähnter Aigner. Aigner. Winkel wurde zu spitz. Das ist Herr Gurbanov. Exzellenter Stürmer gewesen bei einem Verein in Baku. Arbeitet sehr gewissenhaft und sehr akribisch. Aber das hilft seiner Mannschaft im Moment wenig. Die Eintracht drückend überlegen. Das ist Stefano Cilozzi, hat schon Champions League gespielt beim VfB Stuttgart. Gibt im Moment den Rechtsverteidiger für den verletzten Sebastian Jung. Karabakh kommt im Moment kaum aus der eigenen Hälfte. Anji Agoli, der Albaner, einer von 2 Albanern in der Abwehr. Schauen Sie mal, wie händeringend die im Moment Anspielstation suchen. Hier hat Admir Teli, ist gut gegangen. Richard Almeida, der Brasilianer. Und das war es auch schon wieder. Klum, Schwegler. Schwegler hat 2 Spiele aussetzen müssen. Der Trainer hat ihn einfach mal
in den Fitnessraum geschickt. Ihm fehlte die Frische, die Kraft, er war völlig platt. Und auch der Kapitän ist plötzlich mal raus aus dem Kader. So geht das bei Armin Fee. Für mich eine richtige Aktion. Schwegler verstand es, trainierte individuell und scheint jetzt deutlich frischer zu sein. Wir hören diese fantastische Fankulisse. Hier ist richtig Bambule in Frankfurt. Es sind 48.400 Zuschauer. Es ist ausverkauft, dieses Stadion. Wohlgemerkt, wir spielen Europa League Qualifikation gegen Karabach Agdam. Aber das Coole war, dass sie diese Blind Date Karten gemacht haben. Karten kaufen, egal wann und für wen. Und die Frankfurter sind heiß auf europäischen Fußball. Und es wird mehr werden. Ab 19. September beginnt die Gruppenphase. Natürlich auch bei uns, bei Kabel 1. Und wie eine Mannschaft aufblühen kann im europäischen Konzert, hat uns ja Hannover 96 bewiesen in den vergangenen Jahren, als sie in Europa sensationelle Spiele abgeliefert haben. Also manchmal beflügelt es eine Mannschaft dermaßen, dass sie so viel Adrenalin bekommt und es sie auch durch die Bundesliga trägt. Der Eintracht ist genau das zuzutrauen. Einsatz von Johannes Stumpf. So, wir schauen uns nochmal diesen herrlichen Treffer an. Achten Sie auf den Rode, wie schnell und wie klasse der handelt. Spitzenmäßig vorbei, die Flanke ist exzellent getimed und Alex Meyer ist ein Techniker vom Feinsten. Und so eine Flanke aus vollem Lauf, kurz vor der Torauslinie, musst du erstmal schlagen. Und das macht Rode sowas von präzise und Meyer hat gar nicht mehr so viel Mühe. Trifft übrigens schon wieder ins lange Eck, wie im Hinspiel in Baku, der aserbaidschanischen Hauptstadt, als er beide Tore markierte. Das ist Aigner. Otschipka nach Ballgewinn, Inouye. Flum. Es gibt übrigens nicht nur für die Eintracht was zu gewinnen, sondern auch für Sie. Und zwar satte 5.000 Euro. Mit ein bisschen Glück ist das Geld dann schon ratzfatz auf Ihrem Konto. Sie müssen nur bitte die folgende Frage beantworten. Was ziert das Vereinswappen von Eintracht Frankfurt? A, der Adler oder B, der Geißbock? Sollten Sie mit viel Glück und Mühe diese Antwort wissen, lassen Sie uns das wissen und rufen an unter 01379 44 5000 01379 44 5000. Wenn Sie die Antwort wissen, winken Ihnen 5000 Euro als Blitzüberweisung. Also einem von Ihnen vorgemerkt. Mit ein bisschen Glück sind Sie morgen schon um eine stattliche Summe wohlhabender. Also der Adler oder der Geißbock. Und die Chance ist vielleicht Zambrano ein bisschen zu schlampig reingespielt. Andersson bügelt's aus. Otschipka, er müsste mit links flanken. Der rechte ist nicht so sein ganz begnadeter. Rode, für mich präsentester Spieler auf dem Platz. Gelozzi.
Andersson, Oczipka. Zählen Sie mal die Ballstation. Ich bin bald bei 20. Starkes Spiel der Eintracht. Technisch eindeutig überlegen. Läuferisch sind sie fit. Eigner, Rode. Andersson, Zambrano, Flum. Johannes Flum, der sich klasse eingefügt hat ins Mittelfeld der Frankfurter. Das ja eh schon gut besetzt war in der vergangenen Saison. Sebastian Rode. Doppelpässchen mit Alex Meyer auf Inouye. Dann wird es am Ende ein bisschen zu verspielen. Und dann kommt Meyer. Da kommt schon wieder Alex Meyer. Oczipka, weiter geht's. Schiedsrichterspiel. Also das war der Einzige, der die Frankfurter bremsen konnte in diesem Moment. Herr Gomes aus Portugal, der Bankangestellte. Kann doch passieren, Leute. Ist doch lustig. Hören Sie mal rein, was hier los ist. Also wer gedacht hat, die Hessen sind ein sehr unterkühlter, reservierter Volksstamm, der sieht sich heute deutlich getäuscht. Das sind die wahren Sizilianer hier in Deutschland, die Hessen. Hier ist richtig was los und das ist abseits. Die Stimmung ist fantastisch, das muss man deutlich sagen. Die ist europareif. Den kennen Sie vielleicht aus Liga 2, der hat beim VfL Bochum es anderthalb Jahre versucht. Nikolas Gelashvili ist ein Georgier. Naja, 25 Spiele gemacht in Bochum, 2 Tore. Einmal hat er in Köln getroffen, als die Bochumer 1-3 unterlagen. Aber in seinem ersten Spiel hat er sofort genetzt gegen Hansa Rostock. Einen 2:1 Siegtreffer. Mittlerweile in Bochum nicht mehr gefragt gewesen, wechselte in diesem Sommer dem Fußball-Westen nach Aserbaidschan. Ja, das Zuspiel war mal intelligent gedacht auf Bugar Nadirov, einen der Nationalspieler, der ist auch schnell. Am Ende war Trapp auf dem Posten. Kevin Trapp, der Frankfurter Keeper. Das ist Richard Almeida, der Brasilianer. Er versucht dem Spiel Struktur zu verleihen. Bis dato bleibt es beim Versuch. Wieder Nadirov im Infight mit Oczipka. Und hier geht weiter Medvedev. Und das ist Yusifov, Namik Yusifov. Fleißige Biene im Mittelfeld. Ja, aus der zweiten Reihe, warum nicht? Weit, weit, weit vorbei. Der Schuss von Richards, aber die Position war ja immerhin mal ganz passabel mal abzuziehen. Findet auch Gobanov, glaube ich, der natürlich interessiert ist, dass seine Mannschaft ab und zu mal offensive Akzente setzt, nicht nur hinten drin steht. Denn sie müssen es öffnen, diese Partie. Sonst haben sie definitiv gar keine Chance hier mehr. Karabach, Akdam hat sich einmal schon mit einem Bundesligisten auseinandersetzen müssen. Das war im Herbst 2010 gegen Borussia Dortmund. Auch da war es eine Qualifikationsrunde zur Europa League. Der BVB machte kein langes Federlesen. Unter anderem 3 Tore von Lucas Barrios sorgten für ein 4:0 und im Rückspiel auch für einen 1:0 Sieg
Der Dortmunder will sagen, Karabach hat gegen eine deutsche Mannschaft noch nie ein Tor geschossen. 3 Spiele, 0-7 Treffer. Mit dem heutigen sogar 0-8. Also da müssten schon mehrere Wunder zusammenkommen heute, aus meiner Sicht. Wenn das aus Frankfurter Sicht noch schief gehen sollte, wer glaubt das schon? Richards. Und das ist der Steilpass, der zu steil ist. Und Schipka macht einen guten Job dagegen, Nadirov. Definitiv. Schwegler. Kleiner Bolzen im Mittelfeld von Aigner, den er sofort repariert hat. Das ist noch ein Brasilianer gewesen, Chumbinho, der den Ball schön öffnet. Da kommt nicht in die Mitte. Zambrano, der Mann aus Peru, hat was dagegen. Da war Carlos Zambrano, ganz früher mal Schalker, dann ausgeliehen nach St. Pauli zum Milan-Tor. Die Frankfurter sind froh, dass sie ihn mittlerweile seit einigen Jahren haben. Zambrano absolut gesetzt in der Frankfurter Defensive. Lässt Armin Fee gar keine zwei Meinungen auf. Geht immer so ein bisschen um die zweiten Innenverteidiger. Andersson oder Russ. Im Moment hat Bamba Andersson die Nase vorn. Medvedev gegen Inouye. Ah, stark gespielt auf Nadirov, Nadirov! Warum denn nicht? Nadirov war auch der Mann, der das Lattkreuz des Frankfurter Gehäuses traf im Hinspiel. Erinnern Sie sich, 90. Minute, da knallte der aus 25 Metern drauf. Und er hätte gesessen. Da rettete die Latte. Hier verzieht er um, ich sag mal, 2,5 Meter, aber Kevin Trapp wäre auch dran gewesen. Trotzdem lässt die Frankfurter Eintracht im Moment jetzt ein bisschen mehr zu. Der Druck der Frankfurter nicht mehr ganz so stringent, nicht mehr ganz so hohen Ballbesitz. Aber es bleibt bis dato unbestraft. Nächster Fehlpass dieses Mal und Schipka, aber der bekommt den Freistoß. Rode. Ja, der traut sich was, na klar. Er war dabei bei der so unglücklich verlaufenden U21-Europameisterschaft, hat da seinen Abschied gegeben und er hofft auf mehr im Nationaltrikot. Und er formuliert das auch ganz offensiv. Und sagt, wenn ich eine gute Saison spiele, warum denn nicht? Warum soll denn Brasilien für mich nicht vielleicht wenigstens ein Traum sein? Vielleicht bekomme ich eine Chance. Irgendwann bei Jogi Löw. Natürlich ist das Angebot im defensiven Mittelfeld im Moment in der deutschen Nationalmannschaft relativ großzügig. Aber Rode macht sich immerhin ein paar Hoffnungen. Und er ist ein sehr zweikampfstarker Spieler. Ein echter Abräumer. Chumbinho. Gefällt mir gut bei Karabach, dass sie ein bisschen versuchen, das Spiel zu öffnen. Wie hier über Agoli und mitspielen. Das ist Leroy George. Holländer. Weiß man auch nicht genau, wieso der von NEC Nijmegen aus der holländischen Eredivision plötzlich nach Aserbaidschan gewechselt ist. Gibt immer wieder so Mutmaßungen. Fakt ist, seit dieser Saison spielt er da und hat auch schon direkt 2 Tore in der Liga gemacht. Karabach hat Tabellenführer ungeschlagen. 4 Spiele, 4 Siege. 10-2 Tore. Da in der Heimat sieht es gut aus. In Europa im Moment nicht so. Für Karabach Akdam.
Tor von Schwegler, unstrittig, Freistoß für die Gäste. Die übrigens gerne schon am Dienstag hier angereist wären, auch zum Shoppen. Aber das haben die Behörden untersagt. Die Aserbaidschaner durften erst gestern anreisen und hatten sich schon auf einen freien Shoppingtag hier gefreut. Aber der wurde ihnen am Ende des Tages nicht genehmigt. Nadirov mit der 17 oder Rashkat Zadigov, der Kapitän der Nationalmannschaft. Zadigov macht's und er war nicht so schlecht. Er ist Kapitän der aserbaidschanischen Nationalelf und reist mit Berti Vogts demnächst nach Israel. Am 10. September haben sie ihr drittletztes Qualifikationsspiel. Es wird wieder nichts werden, so viel kann man schon sagen. Mit der WM 2014, Aserbaidschan ist nicht dabei. In der Gruppe sind Portugal, Russland und Israel mal definitiv zu stark. Das letzte Heimspiel der Eintracht übrigens im Europapokal am 30. November 2006 in dieser herrlichen WM-Arena, die ja gerade erst die Fußball-WM 2006 dahinter sich hatte. Es war ein müdes 0:0 gegen Newcastle United. So lange haben die Fans hier warten müssen auf europäisches Spektakel. Und Alexander Meyer hat eröffnet nach rund 10 Minuten mit seinem Treffer. 1:0, so steht es auch jetzt. An der Berechtigung der Führung gibt es mal überhaupt nichts zu zweifeln. Frankfurter machen ein kleines Päuschen, so ein bisschen im Moment, ziehen sich ein wenig zurück, aber das ist vollkommen verständlich. Am Sonntag kommt Borussia Dortmund hier und schaut in der Fußball-Bundesliga vorbei. Und das ist ja immerhin auch ein durchaus ernstzunehmender Gegner. Nadirov, der gefällt mir hervorragend. Guga Nadirov, 26 Jahre alt, der ist schnell, der ist ballgewandt und der will und der kämpft. Wenn auch hier auf verlorenen Posten. Einer von Bertis Nationalspielern im Nationalteam, meist auf Linksaußen. Heute muss er rechts dran. Und das war Foul von Gelashvili. Hat der Georgier schlichtweg auch ein bisschen, glaube ich, aus Frust zugelangt. Hat kaum einen Ball gesehen. Aktuell für seinen neuen Arbeitgeber in 10 Spielen auch schon 2 Tore gemacht, Gelashvili. Aber heute wird das durchaus schwieriger. Frankfurter haben ja überhaupt nach diesem unsäglichen 1:6 zum Bundesliga-Auftakt in Berlin bei der Hertha danach die Bude ziemlich dicht gemacht. Nur ein Gegentor gegen die Bayern bei diesem unglücklichen 0:1. Danach 2:0 Siege in Baku gegen diesen Gegner und in Braunschweig. Also es funktioniert wieder mit der Kompaktheit im Frankfurter Spiel. Schwegler. Gefällt mir gut, wie sich auch immer Johannes Flum oder auch Schwegler die Bälle holen, aufbauen. Es geht viel über rechts bei der Eintracht, deutlich mehr als über die linke Seite. Celotti und Aigner sehr fleißig. Bei Inouye und Otschipka auf links kommen nicht so viele Bälle vorbei.
Noch gut 10 Minuten bis zur Pause. 1-0 für die Eintracht. Fällt hier noch vor der Pause ein weiteres Tor für die deutsche Mannschaft. Dann sieht das hervorragend aus für Europa. Freiburg ist schon durch und Frankfurt würde folgen. Freiburg deswegen durch, weil sie sich gar nicht erst durch die Qualifikationen spielen muss. Von Emil Raschat, Sadigov, 1,80 mit den Ausmaßen eines ordentlichen Bodybuilders. Also er ist schon eine ziemliche Kante, der 31-jährige Kapitän von Karabach, Akta. Richard auf Jumbinho. Sofort ist der Schwegler auf den Füßen. Achtung, Foulspiel. Nein, doch, wollte schon sagen. Schiedsrichter Gomesch hat es genauso gesehen. Admiratelli, der zweite Albaner in der Viererkette des Gegners. Sprachlich ist das kein Problem zwischen Aserbaidschanern und Albanern. Sprache sind relativ ähnlich, also die vier können sich da hinten gut verständigen. Viele heimische Spieler in diesem Team. Im Grunde genommen haben wir nur einen Brasilianer, einen Georgier und einen Niederländer als echte Exoten. Der Rest sind Aserbaidschaner und eben diese beiden Albaner. Nadirov, guter Schuss, da trabt seine Probleme. Und ich sage ja, der Nadirov ist für mich der auffälligste bei Karabach. Und Gelashvili möchte da, glaube ich, einen Eckstoß haben, aber das war keine. Achtung, der flattert ein bisschen, dem Außenriss. Trapp ist sich nicht sicher, ob er den fangen oder fausten soll. Am Ende wird es keins von beidem. Und dann war das ein ziemlich hohes Bein da übrigens von Zambrano, aber der trifft den Ball. Zum Glück trifft er den Ball. Vielleicht der erste Aufreger im 16er der Hessen. Vielleicht bleibt es der einzige bis zur Pause. Wir haben noch etwa 7,5 Minuten bis dahin zu gehen. Stark gespielt auf Rode. Jetzt hat er mal richtig Platz. Könnte marschieren. Öffnet auf Celozzi, den ehemaligen Stuttgarter. Der freut sich über seine Einsatzzeiten. Sieht man ihm richtig an. Wenn Sebastian Jung wieder fit ist, ist es normal, dass Celozzi wieder ins zweite Glied rückt. Jung leidet an einem schmerzhaften Muskelfaserriss im Leistenbereich. Das kann noch ein bisschen dauern. Also 1-0 steht es hier. 1-1 endete vergangene Woche das Hinspiel um den spanischen Supercup, um die Supercopa zwischen den beiden Schwergewichten Atletico Madrid und FC Barcelona. Das Rückspiel sehen Sie natürlich exklusiv bei uns. Heute bei RAN, hier bei Kabel 1. Barcelona im Camp Nou gegen Atletico Madrid. Und ich verspreche Ihnen heiße, heiße Szenen dabei bei dieser Partie. Also später bei uns Barcelona, Atletico Madrid. Das sind ja auch zwei Champions League-Teilnehmer. Sind die begeistert, die Frankfurter Fans. Ihre Eintracht demnächst wieder europäisch unterwegs. Und sie haben sich verdient mit einer fantastischen Bundesliga-Runde als Aufsteiger. Das muss man deutlich sagen. Sie waren lange Vierter. Dann kämpften sie um Platz 5. Am Ende wurde es dann immerhin Rang 6 und damit die Qualifikation für diesen Wettbewerb. Und es war eine tolle Frankfurter Saison, definitiv. Nach den vielen Tiefschlägen der vergangenen Jahre
als man ja unter Michael Skibbe und Christoph Daum sanktlos abstieg in der ganzen Rückrunde, nur ein Spiel gewann gegen St. Pauli, war das eine Horrorsaison. Damals übrigens schon dabei Alex Meyer, unter anderem auch Marco Russ. Und die beiden sind ja heute noch dabei. Das sind die einzigen übrigens, die auch 2006 dabei waren, als die Eintracht zuletzt im Europapokal agierte. Meyer und Russ. Und jetzt kommt der Gegner über Nadinov und Medvedev. Richard Almeida, das war Tombinho. Und Kevin Trapp bekommt ein bisschen mehr zu tun. Dritter Ball, den er halten musste. Hier wirkte er schon deutlich sicherer als bei der vorangegangenen Szene von Nadirov. Schuss war als Aufsetzer auch nicht ungefährlich. Im Nachpacken hat der 23-Jährige den Ball, der auch schon 61 Bundesligaspieler am Buckel hat. Bei der Eintracht als Nachfolger von Nikolov im Moment nicht mehr wegzudenken. Der ewige Oka Nikolov, den sie am Ende Opa Nikolov nannten, mit seinen knapp 39 Jahren. Mittlerweile ja in den USA. Bisschen mutiger werden sie. Das ist Leroy George, der Niederländer. 26 ist er. Medvedev. Karabach versucht mitzuspielen. Am Anfang wurden sie hier schwindelig kombiniert und gespielt. Mittlerweile haben sie die Partie hineingefunden. Vor knapp 50.000 hier in dieser herrlichen Arena. Die Möglichkeit, eigener Inouye. Tick zu kurz. Ich glaube, es war auch eher ein Schuss von Eigner, denn ein Pass. Nochmal, der ehemalige Münchner Löwe wird hier super geschickt, kein Abseits. Dann geht er vorbei an Telly, aber leider eben auch vorbei am Tor. Inouye rutscht da vergebens hinein. Verlust, ausgebügelt zunächst einmal von Schwegler. Foulspiel an Meyer, aus meiner Sicht Schiedsrichter das Vorteil gelten. Das ist Alex Meyer, der übrigens nicht in Hamburg geboren ist. Nein, der ist ja aufgewachsen. Geboren ist er in Niedersachsen, in Buchholz. Aber er hat viele, viele, viele Jahre in der Hansestadt Hamburg verbracht. Übrigens auch bei St. Pauli gespielt. George, der jetzt mehr und mehr den Rechtsaußen gibt. Nadirov ist mal nach drüben gewechselt auf seine angestammte Linksaußenposition. Versuchen die Eintracht ein bisschen zu irritieren. Ballverlust Medvedev. Richard. Das ist Anzi Agoli. Letzte Minute vor der Pause, läuft zumindest letzte Minute der offiziellen Spielzeit. Warten wir den langen Meyer noch ab, der nicht rankommt. 1-0 also hier, aber die Eintracht ist ja nicht
beileibe nicht das einzige deutsche Team, was heute europäisch eingreift und angreift. Auch der VfB Stuttgart probiert es ja, die Hinspielpleite gegen Rijeka wettzumachen im eigenen Stadion. Stuttgart gegen Rijeka sehen Sie natürlich auch bei uns. Und natürlich auch Mario Gomez, der mit dem Ato Florenz das Weiterkommen probiert gegen Grasshoppers aus Zürich. Also Gomez bei uns, Stuttgart bei uns, Barcelona bei uns, Atletico Madrid bei uns und natürlich die Eintracht bei uns, die weiter kämpfen muss, denn Karabach ist ein bisschen stärker geworden. So ab der 30. Minute, die Frankfurter führen durch sein Tor, Alexander Meyer mit 1:0. Wir gebrauchen vor allem das Renommee. Zum ersten Mal seit Dezember 2006 wieder international dabei zu sein. Ja, er hat natürlich alles drum gekämpft und ist neidisch jetzt. Der Hamburger Sportverein, Borussia Mönchengladbach, Hannover 96, der VfL Wolfsburg, sie alle wollten nach Europa. Am Ende haben es Freiburg und Frankfurt, sehr wahrscheinlich, geschafft. Fehlt noch der VfB Stuttgart. Gucken, was der gemacht hat im Laufe des heutigen Abends. Zeigen wir Ihnen das ja in dieser RAN-Sendung. Aber die Frankfurter sind auf einem sehr guten Weg, wenngleich sie ein bisschen aufpassen müssen. Der Gegner ganz in Weiß, Karabach, Akdam ist ein bisschen mutiger, ein bisschen lebendiger geworden, so ab der 30. Minute. Und sie haben Frankfurts Keeper Kevin Trapp immerhin schon zwei, dreimal zu Paraden zwingen können. Übrigens die gleichen 22 Akteure auf dem Platz wie zu Beginn dieser Partie um 8:30. Also keine Wechsel. Weder bei den Gästen aus Aserbaidschan noch bei der Frankfurter Eintracht in Rot und Schwarz. Warum auch wechseln? Das funktioniert ganz gut, dass Alexander Meyer heute mal die einzige echte Spitze gibt. Normalerweise ist er ja der Zehner und auch da schon eminent torgefährlich. Heute muss er ganz vorne ran. Als Stürmer hat auch direkt sein Tor gemacht in der 10. Minute. Meyer deswegen einzige Spitze, weil Lakic am Rücken verletzt ist und der neue, der Tscheche, Václav Kadlec, noch nicht spielberechtigt ist in der Europa League. Erst in der Gruppenphase wird der 21-jährige Václav Kadlec, der von Sparta Prag zu Eintracht Frankfurt gewechselt ist, spielen dürfen. In der Bundesliga hat er ja schon mitgewirkt am vergangenen Sonntag in Braunschweig. Wir müssen ein bisschen die Laufbereitschaft wieder insofern erhöhen, wie sie es in den ersten 20 Minuten getan haben. Da haben sie den Gegner komplett am eigenen 16er fast festgenagelt. Aber mit dem Gefühl eines 3:0 Vorsprunges aus Hin- und halbem Rückspiel lassen sie es ein bisschen genüsslicher angehen. Klar, Borussia Dortmund wartet am Sonntag, um 17.30 Uhr hier ein Sonntagsspiel von höchster Güte. Ich darf Sie noch daran erinnern, letztes Jahr Frankfurt-Dortmund, ein Knaller vor dem Herrn. 3:3. Ein Riesenspiel zwischen der Frankfurter Eintracht hier und dem BVB. Und am Ende schaffte Bamba Andersson kurzer Schluss den Ausgleich. Das ist Kevin Trapp, viele sagen, einer der besten in der nach-neuer Torwart-Generation. Ja, Baumann aus Freiburg, Leno Leverkusen und eben Trapp. Auch der Gladbacher Ter Stegen im Moment so ziemlich auf Augenhöhe. Flum mit gescheiten Pässen. Gefällt mir gut im defensiven Mittelfeld. Franko Cipka war nichts für Eigner. Leroy George. 3 Tore braucht Karabach. 3 Tore hier in dieser zweiten Halbzeit. Dann hätten sie das Wunder vollbracht. Und dann wären sie als allererste aserbaidschanische Mannschaft jemals in einer Gruppenphase überhaupt in einem europäischen Wettbewerb. Hat noch nie eine Mannschaft aus dem noch jungen Staat geschafft.
Pokalsieger geworden. Wir haben im Pokalfinale gestanden gegen den Meister. Deswegen Teilnahme an der Europa League. Dreimal Meister geworden, viermal Pokalsieger. Und noch kämpfen sie hier um jeden Zentimeter. Richard auf Agoli. Das ist der umtriebige Yusifov. Richard, der Brasilianer. Chumbinho. Die Stimmung ist nach wie vor kribbelt hier. Sensationell, was das Frankfurter Publikum hier und heute Ende August abliefert. Das ist ein Fußballfest, das muss man deutlich sagen. Das Spiel vielleicht in manchen Phasen dann doch mit ein paar Längen, aber das Publikum fantastisch. Note 1. Und das war ein Note 1 Pass auf Stefano Celozzi, den Deutsch-Italiener. Celozzi gegen zwei, Flanke kommt noch nicht durch. Ja, hat aber auch mit Sadigov einen ziemlichen Haudegen als Gegenspieler. Balleroberung, Flum, Schwegler, Inui, Meier. Das ist kein Abseits, das ist kein Abseits! Und das ist eine klasse Parade nach dem eigenen Schuss von Miro Varvodic, dem langen Kroaten. Achtung, jetzt schuckt Meier, das ist kein Abseits. Ah, es ist vielleicht doch minimal Abseits. Aber das unparteiische Gespann aus Portugal hat es durchgehen lassen. Treffer hätte in jedem Fall gezählt. Varvodic klärt zur Ecke, die jetzt ausgeführt wird. Von Stefano Celozzi. So, der linke Herr ist der Vorstandsvorsitzende, heißt Heribert Bruchhagen und der war schon oft in Europa. Und der rechte ist Friedhelm Funkel, das ist der letzte Trainer der Eintracht, der international mit den Frankfurtern spielen durfte. Der war nämlich in der Saison 2006, 2007 hier verantwortlich. Friedhelm Funkel mittlerweile in Düsseldorf wohnhaft und Heribert Bruchhagen, der seit vielen, vielen Jahren die Geschicke der Frankfurter Eintracht lenkt und sie als ehemalige Skandalnudel übernommen hat und sehr viel Ruhe und Souveränität in diesen Verein hineingebracht hat. Chapeau und Hut ab vor der Arbeit von Heribert Bruchhagen. Übrigens einem der wenigen Präsidenten, der im Grunde genommen es hasst und nie gemacht hat, einen Trainer zu entlassen. Einen einzigen Trainer hat er in seiner gesamten Karriere entlassen. Und das war Michael Skibbe. Und prompt ging es schief. Christoph Daum kam und München stieg ab. Er ist immer einer, der sich an Verträge hält und immer diese sogenannte schnelle Wirkung im Fußball verabscheut hat und keine Kurzschlussreaktionen vollzog. Heribert Bruchhagen. Meier. Extrem auffällig wie in den letzten Wochen. Aigner. Celozzi. Frankfurt haben wieder deutlich mehr Zugriff auf die Partie bekommen. Rode. Sebastian Rode. Klasse Pass, super Pass, kein Abseits. Varvodic zum Zweiten. Aber was für ein Zuckerpässchen von Sebastian Rode. 1A gespielt auf Stefan Aigner. Also das sind Pässe, die sind nationalmannschaftsverdächtig manchmal. Schauen Sie mal hin, genau in die Schnittstelle, in den Lauf. Es war kein Abseits. Der Winkel zu spitz für Aigner. Aber der Pass war Güteklasse A.
Chance von Aigner und Vavodic. An dem lag es nicht, am kroatischen Keeper von Karabach. Akdam, dass sie hier mit 0-1 hinten liegen. Im Gegenteil. Mit zwei, drei guten Taten hat er hier ein wirkliches 0-2 verhindert. Und das ist ein guter Pass. Schön in die Bahn von Nadirov. Und über einen Eckstoß. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, es ist der erste für den weit angereisten Gast. Das sind über 3000 Kilometer von Aserbaidschan bis hierhin in die hessische Metropole. Jombinho wird das machen. Gelashvili, Medvedev, die Langen sind drin. Auch mit der 24 Admir Teli, Innenverteidiger, 1,85 lang. Und dann spielen sie den so, den Eckball. Ja, eigenwillige Variante. Seit 2008 ist er der Trainer. Pokalsieger geworden, 2009. Und es wird dabei bleiben, dass sie eine gute Qualifikation spielen. Sie waren bis zum Aufeinandertreffen mit Frankfurt ungeschlagen, aber in der letzten Runde, der finalen Runde vor der Gruppenphase ist dann doch Schluss. Reinaldo wird kommen, ihr Torjäger für Vugar Nadirov, der keinesfalls enttäuscht hat, im Gegenteil, war sehr angetan vom Linksaußen, der auch Nationalspieler ist. Und Reinaldo, den haben sie schmerzlich vermisst in den letzten Wochen, das ist ihr Torjäger. Aber er war verletzt und schleppte sich mit einer Verletzung in die Saison hinein. Dann ging es irgendwann nicht mehr. Und jetzt darf er ran. In der Liga ihr zuverlässigster Knipser. Brasilianer. Der dritte Brasilianer auf dem Platz im Team von Karabach-Aktar. 24 Jahre alt, kam vom RC Anderlecht. Nicht so schlecht gespielt, nicht so schlecht gespielt. Super Chance, Tor! Tor für Karabach! Und das war von Reinaldo die erste oder zweite Ballberührung. Der Torschuss war die zweite, die Annahme war die erste. Wahnsinn! Schauen Sie mal, das ist Leroy George. Eine Ballberührung, zweite Ballberührung und das ist die dritte und das ist die vierte. Jetzt haben wir mitgezählt. Viermal den Ball touchiert, schon ist er drin. Das ist wirklich ein Knipser der Brasilianer. Anderlecht ließ ihn ziehen und der war... Wie lange auf dem Platz? Vielleicht eine Minute 10, eine Minute 15, wenn überhaupt. Sein fünftes Tor in dieser Europa League-Saison in der Qualifikation hat er reichlich Tore erzielen können. Und dass er es genau schnell kann, hat er hier bewiesen. Das macht das Spiel nochmal richtig prickelnd. 57. Minute gekommen, 58. Minute Tor gemacht. So muss das sein mit dem Joker. Und da ist er wieder, Reinaldo gegen Celozzi. Das ist der nächste Brasilianer, das war Jombinho. Kleiner Kerl, 1,72, aber erinnert ein bisschen an Valentin Stoch. Von Saloniki, auch so klein, wendig, schießt mit rechts. Achtung, nochmal das Tor, Leroy George. Und dann ist die Eintracht unaufmerksam. Zwei Mann gehen auf George, aber keiner geht so wirklich, weder Celozzi noch Zambrano, auf Reinaldo. Und er setzt sich im Stile eines Brasilianers durch. Armin Fee hat es gesagt. Die können richtig gut kicken, gerade auswärts. Er hat sich viele Qualifikationsspiele vom Gegner auf Video angeschaut und hat gerade gesagt, auswärts sind die noch stärker einzuschätzen als zu Hause. Also zwischen der Einwechslung und dem Tor von Reinaldo lagen 57 Sekunden, keine Minute vergangen. Das nennt man ein ziemlich goldenes Händchen von Trainer Gurban Gurbanov.
Er hat beide Tore gemacht gegen Mitalok Skopje aus Mazedonien, ging 2-1 aus. Traf gegen Gliwice aus Polen und auch gegen den dritten Gegner aus Schweden. Gegen Gefle IF traf Reinaldo 2-mal. Insgesamt siegten sie mit 1-0 und 2-0. Also der kann's. Frankfurt um eine Antwort bemüht. Alex Meyer, zweiter Eckstoß für die Eintracht. Celotti macht's. Dritter Eckstoß war's, pardon. Oczipka. Und Armin Fee hat übrigens auch gesagt, mit 80% kann man hier definitiv mal nicht auftreten und weiterkommen. Also an Dortmund denken ist verboten. Marco Russ habe ich da gesehen, Innenverteidiger, wird gleich kommen. Und wieder Reinaldo. Celotti, Zweikampfsieger, Einwurf. Gucken wir mal, für wen Marco Russ gleich kommt. Er ist Innenverteidiger, kann eigentlich gar nicht woanders spielen. Würde bedeuten, Anderson Zambrano. Oder vielleicht rückt einer der beiden Anderson Zambrano ins Mittelfeld. Und Flum oder Schwegler könnten weichen. Wir werden es erleben. Alex Meyer. Oczipka. Hautspieler Nenui. Gibt eine gelbe Karte und die ist in Ordnung. Das kann man so pfeifen. Ich glaube, es war Medvedev. Jo. Saftiges Gelb, definitiv. Alles richtig gesehen von Senior Gomes aus Portugal. Und Jan Rosenthal kommt auch. Marco Russ und Jan Rosenthal. Doppelwechsel bei der Frankfurter Eintracht in dieser 62. Minute. Pirmin Schwegler schaut ungläubig. Ja, es hat den Captain erwischt. Erstes Spiel nach zweiwöchiger Fitnessverbannung, nenne ich es mal. Erreicht die Binde artig weiter an Alex Meyer. Der war ja im Hinspiel in Baku auch schon Kapitän. Und Schwegler weicht. Meyer darf das Kleidungsstück, was er sehr stolz getragen hat vor einer Woche in Baku, jetzt auch wieder überstreifen. Also Russ für Pirmin Schwegler, der Schweizer, geht raus. Und auch Sebastian Rode verlässt das Feld. Viel gelaufen, viel gearbeitet, für ihn kommt er hier. Jan Rosenthal, ehemaliger Hannoveraner, ehemaliger Freiburger. Mal gespannt, wie sich das taktisch sortiert. Meyer mit der nächsten Chance. Aber er ist doch mit der Kapitänsbinde beschäftigt. Achten Sie drauf. Er muss sie doch richtig umbinden. Keine Zeit fürs Tore schießen. Stark von Oczipka, den hat er noch. Und das ist Rosenthal. Erste Gelegenheit macht er gut. Rosenthal, schade. Sehr schade. Wäre jetzt die richtige Antwort gewesen. Rosenthal war ja quasi schon in der Europa League mit dem SC Freiburg. Wechselte nach Frankfurt und jetzt will er natürlich es dort gleich tun, auch in die Europa League einziehen. Meyer, Inui. Der Ballverlust des Japaners. Und es geht über Chumbinho. Richard, der jetzt links außen spielt. Celotti hat aufgepasst. Marco Russ spielt übrigens auf der Schwegler-Position im defensiven Mittelfeld. Also Abwehr bleibt unverändert. Russ ersetzt Schwegler 1-1. Und Rosenthal spielt echte Spitze.
Alex Meyer ist zurückgekehrt auf seine angestammte Zehnerposition. So sieht's mal aus. Und Meyer hat immer noch Probleme mit dieser seltsamen Kapitänsbinde. Das müsste ihm vielleicht einer mal zur Hilfe kommen. Oder genau, der hat das falsch rum gemacht. Jetzt ist der Kreppverband, der Klettverband endlich zu. Also wir haben wieder einen Captain. Ja, ist Alex Meyer. Mein Name ist Captain Alex Meyer, nicht Jack Sparrow. So, und Karabach hat Mut. Und die kommen über Ansi Agoli. Linksverteidiger Albaner, Flanke ist nicht so schlecht. Andersson dazwischen. Konter, Gelegenheit für die Eintracht. Inouye, Rosenthal. Das war nicht präzise gespielt. Marco Russ mit Riesenschlitten. Celozzi in der Mitte, nur zweimal in der Frankfurter. Unter anderem Russ, der kommt fast dran. Und Inouye vom 16er. Könnte schießen, tut das auch, aber zu harmlos. Er ist kein Torjäger, Takashi Inouye. Guter Vorbereiter, aber kein echter Torjäger. Das sieht nach etwas Böserem aus. Das ist, glaube ich, Raschgat Zadigov gewesen, der Captain von Karabach. Das sah nach einer blutenden Nase aus. Es muss behandelt werden. Und sie werden auch wechseln. Sie werden für ihn einen weiteren Nationalspieler reinbringen namens Gara Garayev. Der zweite Wechsel bei den Gästen nach Reinaldo kommt jetzt er hier, Garayev. Aserbaidschaner, 20 Jahre jung, gab zu Beginn des Jahres sein Debüt in der Nationalmannschaft bei Berti Vogts. Debütiert übrigens schon mit 16 in der ersten aserbaidschanischen Liga. Also ein Shootingstar, kommt aus der Jugendabteilung des Clubs aus Aserbaidschan. So, wer hier gewinnt, vermag ich im Moment überhaupt nicht zu sagen. 23 Minuten vor dem Ende. Dass sie gewinnen können, vermag ich aber zu sagen. Mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Glück und Mut, den Mute anzurufen, können sie 5.000 Euro schon morgen auf ihrem Konto begrüßen. Frage, die sie beantworten müssen, was ziert das Vereinswappen von Eintracht Frankfurt? Ist es A, der Adler, oder ist es B, der Geißbock? Die Hotline oben rechts eingeblendet, 01379. 44.5000, 01379, 44.5000, das sind die Ziffern, die Sie wählen müssen, um 5.000 Euro bei uns mit ein bisschen Glück gewinnen zu können. Natürlich nur, wenn Sie die richtige Antwort wissen. Aber ich glaube, das kriegen Sie hin. Also ich schaue gerade ein bisschen besorgt auf Alexander Meyer, der schleicht da gerade an der Mittellinie. Achtung, jetzt kommt er den Ball, der läuft nicht mehr rund, der humpelt. Achtung, bleiben Sie bei Meyer. Genau, der Torschütze vom Dienst, jetzt im Moment sogar Kapitän. Das sieht nicht gut aus. Und wer weiß, ob es am Sonntag gut aussieht gegen Borussia Dortmund für Alex Meyer. Das wäre die nächste Aufgabe. Der kann nicht mehr, der Captain. Torschütze zum 1:0 in der Saison. 5 von 8 Frankfurter Toren erzielt. Aber Meyer ist angeschlagen. Ihn wird möglicherweise José Lu kommen, der sich da unten bereit macht. Der Spanier, den sie aus Hoffenheim geholt haben. So. Gut, 20 Minuten vor Schluss. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt geht das Spiel mit der Kapitänsbinde wieder los. Der Meyer hat sich gerade angelegt. Ah, jetzt geht's besser. Der Russ, nee, doch nicht. Der Russ hat sie wieder nicht angekriegt beim Zambrano. Was ist denn das für eine Binde, meine Herren?
Die ist ja unanbringbar. Alex Meyer angeschlagen. Ich glaube, es ist eine Sache am Oberschenkel. Es ist eine Geschichte am rechten Oberschenkel, glaube ich. Carlos Zambrano hat die Binde. Es ist der dritte Kapitän binnen, ich glaube, 6-7 Minuten. Also Sorgen um die Fitness von Alexander Meyer. Fakt ist, José Lu ist drin, der Spanier. Letzte Saison in Hoffenheim ganz gut angefangen. Am Ende konnte er sich nicht durchsetzen. 5 Tore, 2 Vorlagen für Hoffenheim von José Lu. Jetzt soll er in Frankfurt die Tore schießen. In einer hektischer und giftiger werdenden Partie, die noch 20 Minuten für uns bereithält. Freistoß Karabach, eine Sache wahrscheinlich für ihn hier, Leroy George, den Niederländer. 2 Tore in der Qualifikation gemacht, hat einen ordentlichen Wumms. Der Mann aus Leinwegen mit dem linken Fuß, ja, das war ein Field Goal beim American Football so ein bisschen. Nicht gut angesetzt. Die Frage ist, die sich sicherlich Armin Fee jetzt stellen wird, bezahlen wir den möglichen Einzug in die Europa League Gruppenphase mit der Verletzung von Alex Meyer? Das wäre ein teurer Preis. Meyer im Moment die Lebensversicherung der Hessen, definitiv. Aber vielleicht war es auch nur eine Vorsichtsmaßnahme, ihn rauszunehmen. Aber es sah nicht so gut aus. Erster Macher des Erfolges macht immer nur ein Jahresverträge. Will sagen, auch sein Vertrag läuft wieder im nächsten Sommer aus. So ist Armin Fee nun mal. Ein durchaus kommunikativer, aber manchmal auch sehr kauziger Typ. Aber er hat seine Mannschaft sowas von im Griff. Da muckt keiner auf im Frankfurter Kader. Und sie sind sehr glücklich und zufrieden mit ihm. Das war ein Foulspiel von Richards, einem der 3 Brasilianer in der Mannschaft von Karabach. Ein übleres Foul. Zambrano, der dritte Kapitän am heutigen Abend. Gibt's auch nicht alle Tage. Zusammenspiel mit Flum. Im Moment spielt die Eintracht ein bisschen gegen die Uhr. Russ Aigner. Gut gespielt von José Lu. Keine Abseits, doch Abseits. Aber es war knapp. Der Pass von José Lu auf Takashi Inui. Achtung, ja, ein Meterchen. Gut gesehen von dem für mich bis dato fehlerfreien Unparteiischen aus Portugal. Tja, kaum ist Russ auf dem Platz, der einer der letzten beiden Verbliebenen aus der Europapokalzeit der Frankfurter Eintracht, geht der andere Alexander Meyer runter. So mit Marco Russ jetzt nur noch einer aus der 2006er Ära bei Frankfurt dabei. Und Friedhelm Funkel auf der Tribüne, den haben wir gesehen. Berti Vogt übrigens auch im Stadion, der Nationaltrainer Aserbaidschans. Und er sieht eine durchaus passable Vorstellung seiner Mannschaft, so ab der 30. Minute seiner, in Anführungsstrichen, seiner Clubmannschaft. Immerhin stehen hier 5 seiner Nationalspieler auf dem Feld. Er ist nicht so schlecht gespielt in den Lauf von Reinaldo. Reinaldo vorbei an Zambrano. Reinaldo, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Der macht die ja alle kirre. Hätten die den eher gebracht, vielleicht schon in der Hälfte 1. Wer weiß, was dann passiert wäre. Vorbei an Zambrano und dann kann auch Celozzi nicht mehr entscheidend stören. Das waren genau die beiden, die schon beim Gegentor nicht so wahnsinnig gut aussahen. Und dann hat Trapp schlicht und einfach Glück, dass der Brasilianer den Kasten nicht genauer trifft.
Frankfurt darf sich nicht einlullen lassen. Und im sicheren Gefühle des Weiterkommens, das verstehe ich zwar persönlich ganz gut, eine Viertelstunde Verschluss, aber das hilft nichts. Sie können sich nicht für Dortmund schonen. Dafür ist Karabach dann doch in dieser letzten Qualifikationsrunde vor der Gruppenphase zu willig und zu stark. Stelozzi. Stark gespielt. Ich glaube, das war kein Abseits. Das ist Rosenthal. Und das Tor! Das wunderschön herausgespielte Tor. Kaum sagen wir es. Sie müssen mehr tun. Rosenthal auf Inouye. Jetzt ist die Sache klar. Also so viele Kopfballtore wird Inouye in seinem Leben noch nicht gemacht haben. Aber den hier, den konnte er gar nicht mehr vorbeiköpfen. Die Flanke war super schön getimed von Rosenthal. Der hebt den Kopf, sieht den Mannschaftskameraden in der Mitte und dann macht Takashi Inouye, der ist 1,69, ein Kopfballtor. Also davon wird er sich die DVD und das Kopfkissen legen. Definitiv. 2-1, die Eintracht ist erlöst. Jawohl, wir küssen Europa. Und sie haben drei hoffentlich tolle Auswärtsreisen garantiert und hoffentlich drei tolle Heimspiele. Armin Fee und seine Mannschaft. Das haben sie sich auch verdient. Das muss man einfach sagen. Wer so eine tolle Bundesliga-Runde spielt als Aufsteiger, das erste Mal seit 15 Jahren wieder ein Aufsteiger in der Bundesliga, der europäisch spielen darf, dann ist das definitiv verdient. Aber auch Hut ab vor Karabach. Sie haben in der zweiten Hälfte wirklich guten Fußball gespielt und sie waren gefährlich. Eins muss man bitte auch noch mal bemerken, dass die Wechsel von Armin Fee sehr durchdacht und sehr glücklich waren, sehr gut waren. Marco Russ als Antreiber im Mittelfeld, sehr präsent, sehr laufstark und Rosenthal beweglich, immer anspielbereit. Und wie Rosenthal hier, Achtung, das Tor vorbereitet, das ist schon extra klasse. Kurz vom Keeper den Kopf noch heben, den Ball genau reinspielen. Celozzi übrigens mit der Vorarbeit und das ist ein wunderschön herausgespielter Treffer. Also die Wechsel von Armin Fee auch goldrichtig, analog zu seinem Kollegen Koban Gurbanov, der diesen Reinaldo aus dem Hut gezaubert hat. Riesenjubel in Frankfurt. Europa, wir kommen! Das ist einfach die Losung des heutigen Abends. Und da warten ja nun wirklich namhafte Gegner, wenn sie es mal verfolgt haben im Internet, unter anderem auf ran.de. Wer da zum Beispiel alles in der Champions League gescheitert ist in der letzten Runde, die kommen ja alle, PSV Eindhoven zum Beispiel, in die Europa League hinein. So, dritter und letzter Wechsel. Ulrich Capolongo kommt für den ehemaligen Bochumer Gelaschwili, der mich heute beileibe nicht überzeugt hat. Frankfurter dürfen noch einmal. Nein, Frankfurt haben auch schon dreimal gewechselt. Pardon. Groß, Rosenthal und Josillo. Achtung, er streift vorbei. Apropos vorbeistreifen, das sollten nicht die Rennfahrer bei der GT Masters, sie sollten tun, nicht auf der Straße bleiben. Bei uns bei Kabel 1 am Wochenende wieder. Samstag und Sonntag ab 12 Uhr. Heiße Reifen, viel Metall und laute Motoren. Das ADAC GT Masters live vom Lausitzring. 12 Uhr Samstag, 12 Uhr Sonntag, Kabel 1. Ich denke, Motorsportfreunde gibt es genug in Deutschland. Und Fußballfreunde sowieso, die freuen sich jetzt schon auf Eintracht Frankfurt in der Gruppenphase. Ebenso den SC Freiburg mit diesem fußballverrückten Christian Streich. Den haben wir dann auch im Programm. Mario Gomez, den sehen wir heute Abend dann möglicherweise noch mit Neapel. Vielleicht schaffen die es auch gegen Michael Skibbe. Der ist nämlich jetzt der Trainer von Grasshoppers Zürich. Und hier die wissen, wir sind durch, wir haben es geschafft. Laola
in Frankfurt. Und wenn wir gerade bei der guten Laune dabei sind, es gibt ja auch noch Barcelona gegen Atletico Madrid heute Abend bei uns. Rückspiel um den spanischen Supercup, die Supercopa in Barcelona, in Camp Nou. Auch das bei uns im Laufe der Sendung noch im Programm. Lionel Messi, Neymar und Co. gegen Diego Costa, Miranda, Diego Godin und wie sie alle heißen. Rosenthal, super Pass, war kein Abseits, schade. Die Gelegenheit war viel besser für José Lu, als er, glaube ich, erahnt hat. Er war nämlich frei durch. Ein Tor haben sie immerhin erzielt. Das erste Tor, was Karabakh Aktam aus Aserbaidschan gegen einen Bundesligisten erzielt. Das war ein schönes Tor durch Ronaldo. Aber dabei wird es bleiben. Also ich meine nicht bei dem Tor, sondern sie werden nicht europäisch weiterkommen. Die Frankfurter Eintracht zu stark in beiden Spielen, zu dominant. Mit kleinen Schwächephasen am heutigen Abend. Aber es ist verdient. Und sie werden wieder in ihre zweite Heimat zurückfliegen. Denn natürlich ist der Verein Karabach nicht aus Baku, aus der Hauptstadt. Wir mussten umziehen. Nachdem, da ist der Wechsel mit Gelashvili, geht raus, der mich nicht überzeugen konnte. Sie mussten umziehen nach Baku, nachdem ihre Region Bergkarabach, das haben Sie mitbekommen, von Armenien besetzt wurde. Hintergrund, in dieser Region gibt es wahnsinnig viele armenische Einwohner. Irgendwann hat Armenien diese Region annektiert, militärisch besetzt. Beide Länder übrigens seitdem im Kriegszustand, 1993, Armenien, Aserbaidschan. Und für diesen armen Verein, Bergkarabach, Akta, gab es nur eine Alternative. Wir ziehen um, wir ziehen weg aus unserer Heimat, wir ziehen nach Baku und da leben und spielen sie jetzt. Aber eigentlich würden sie natürlich gerne in ihrer Heimat spielen, aber aus vielen politischen Wirrungen geht das nun mal nicht. Sie sind Tabellenführer der Liga, offizielle Zuschauerzahl wird gerade bekannt gegeben, über 47.000 zum heutigen Europapokalfest erschienen. Und sie haben eine tolle Stimmung gemacht. Also ich habe selten in einem Qualifikationsspiel so eine Kulisse erlebt. Das ist der Wahnsinn, was hier in Frankfurt abgeht. Und diesen Fans gönne ich es einfach, dass sie morgen gebannt auf die Auslosung schauen und hoffentlich ziehen Freiburg, Frankfurt und hoffentlich auch der VfB Stuttgart, wenn das geschafft hat, tolle Gegner. Und wir können ihnen wunderschöne Spiele zeigen in der Europa League 2013-2014. Bis zum Finale am 14. Mai in Turin. Es ist ein langer Weg. Und heute zeigen wir natürlich, das habe ich Ihnen schon gesagt, alles zu Florenz und Mario Gomez gegen Grasshoppers Zürich. Der VfB Stuttgarts Rückspiel gegen Rijeka können die Schwaben mit dem neuen Trainer Thomas Schneider die Scharte auswetzen. Wir zeigen in Barcelona gegen Atletico Madrid, Fußballherz. Was willst du mehr an einem Donnerstagabend? Und die Auslosung übrigens morgen ab 13 Uhr bei ran.de, falls Sie mitfiebern wollen und es live verfolgen wollen. 13 Uhr morgen, ran.de, die Auslosung der Europa League. Champions League ist ja heute schon ausgelost worden. Champions League ist ja heute schon ausgelost worden. Wir dürfen hier nochmal ganz kurz die Gegner der deutschen Mannschaft präsentieren. Das ist nicht so schlecht, was da die Bundesligisten erwartet. Bayer Leverkusen bekommt es zu tun mit Manchester United, Schachtar Donetsk, dem starken
Team aus der Ukraine und Real Sociedad San Sebastian. Eine wunderschöne Reise ins Baskenland für Bayer Leverkusen. In der Gruppe D trifft der deutsche Meister, der Triple-Gewinner, der Titelverteidiger, der FC Bayern auf Manchester City, schon wieder mal, auf ZSKA Moskau und auf Viktoria Pilsen. Eine wunderschöne kleine Stadt, in der das gleichnamige Getränk erfunden wurde, vor, ich glaube, 180 Jahren. Gruppe E, Schalke 04 trifft auf Chelsea, den FC Basel und Steaua Bukarest. Und in der Gruppe F trifft Borussia Dortmund wieder mal auf Olympique Marseille. Achtung, Kevin Trapp, super gehalten. Arsenal London, das Team von Arsene Wenger und den SSC Neapel. Also auch das eine vielversprechende Gruppe für Borussia Dortmund. Schauen wir auf Kevin Trapp, der sich ja auch empfehlen will, noch für das Nationalteam. Und das sah durchaus souverän aus, wie er hier pariert hat. Das war ein schöner Pass von Richard. Auf wen? Natürlich auf Reinaldo. Er hält den Sieg im Moment fest, Kevin Trapp. Fünf Minuten noch. Frankfurt führt mit 2:1. Absolut verdient. Aber der Gegner schlägt sich sehr achtbar. Großer Respekt vor der Leistung von Karabach. Und da geht er wieder. Der Russ mit Riesenschritten. Gute Einwechslung von Amifin. Marco Russ geöffnet auf den Torschützen. Takashi Inui. Jetzt noch das Sahnehäubchen. José Lu. Eigner. Nein. Das ist José Lu, der in Hoffenheim nicht glücklich wurde. Die Frankfurter haben dankbar zugegriffen. Ja, sie sind stolz. Sie tragen den Eintracht-Adler auf dem Trikot und sicherlich auch im Herzen. Und sie dürfen sich auf tolle 6 Monate freuen. Bis kurz vor Weihnachten geht sie, die Gruppenphase. Und hoffen wir doch einfach mal, dass die Frankfurter Eintracht da eine gute Performance macht. Und vielleicht sogar nach Weihnachten dann eben dabei ist. Wenn es in die K.O.-Runde geht, denn dann wird es ja richtig kitzlig und knifflig. Am Sonntag kommt Borussia Dortmund. Im Pokal sind sie auch noch dabei, die Frankfurter. Da geht es Ende Oktober hier zu Hause gegen den VfL Bochum. Also wenn Sie so wollen, zwei ehemalige Funkelclubs unter sich. Und sie werden die Gruppenphase haben. Die startet am 19. September. Bitte schon mal in Ihrem Timer schon mal vermerken. 19. September, Kabel 1, Gruppenphase Europa League. Dann werden wir Ihnen die Spiele natürlich live übertragen. Frankfurter sind dabei. Ich freue mich sehr auf den SC Freiburg. Auch da ist ja immer richtig Bambule an der Dreisamen. Auch das werden tolle Spiele. Und drücken wir dem VfL Stuttgart die Daumen, dass es gut gegangen ist heute Abend. Wir werden es erfahren im Laufe dieser Sendung. Zeigen wir Ihnen Stuttgarts Rijeka. Aber diese tollen Fans haben einfach mehr verdient. Und die Profis der Eintracht waren sich ihrer Verantwortung heute auch definitiv bewusst. Sie haben sich über weite Strecken gut reingehauen in dieses Spiel. Alles gegeben, alles abgerufen. Frühes Tor gemacht durch Alexander Meyer, der mittlerweile verletzt ausgeschieden ist. Und sie führen durch das toll herausgespielte Tor von Inui, Vorarbeit Rosenthal, mit 2:1. Jetzt nochmal aufpassen auf Leroy George. Kevin Trapp ist draußen. Trapp hat er gut gelöst. War übrigens Ulrich Capolongo, der die Chance hatte. Letzte Minute läuft der offiziellen Spielzeit. Vielleicht gibt es eine Minute drauf, wenn überhaupt. Handspiel, Handspiel. Nochmal die Chance. Der Pass von Reinaldo auf Ulrich Capolongo. Das macht Trapp mit aller Ruhe.
Schiedsrichter Gomes, Duarte Gomes aus Portugal. Nochmal Freistoß gegeben, nachdem sein Assistent ihn kurz informiert hat. Und wir erleben in dieser letzten Sequenz dieser Partie jetzt nochmal eine knifflige Situation für die Frankfurter Abwehr, die es überwiegend ganz souverän gemacht hat. Aber mit überwiegend meine ich, dieser Ronaldo hat sie ordentlich auf härtere Proben gestellt. Freistoß durch Richard. Trapp ist im bedrohten Winkel und hält ihn fest. Den Sieg der Eintracht. Oder? Noch ist nicht Schluss. Eine 3 Minuten gibt es oben drauf. Hopsala. Also so viel war ja gar nicht los im zweiten Durchgang an Unterbrechungen. Da waren ein paar Auswechslungen und 2 Tore. 3 Minuten ist ganz schön happig. Aigner. Gutes Spiel gemacht. Passt so hoch für Russ. Und das will schon was heißen. Der ist 1,90. Nochmal kommt Chumbinho. Richards. Ronaldo. Stark abgekocht von Zambrano. Der mit Peru noch einige Länderspiele vor der Brust hat im Laufe der nächsten Wochen und Monaten. Wird viel im Flieger sitzen. Inui. Russ. Frankfurter Spiel ist sehr ruhig, sehr abgeklärt. José Lu. Kein Handspiel, sagt der Unparteiische. Aber schlechter Pass vom Spanier. Das ist nochmal Capolongo. Der rennt sich hier richtig die Lunge aus dem Hals. Seine Eltern haben ihn übrigens Ulrich genannt, als Reminiszenz für Ulrich Hoeneß. Seine Eltern früher den deutschen Fußball, vor allem die Weltmeisterschaften verfolgt. Und Ulrich Hoeneß, so heißt er ja, war einer ihrer Idole. Und sie nannten ihren jungen Filius nach dem heutigen Bayern-Präsidenten. Das ist auch eine verrückte Geschichte. Marco Russ, letzte Minute, auch der Nachspielzeit angebrochen. Oh. Nochmal ein Überzusammenprall. Ich glaube, das ist José Lu, der da mit Admir Teli zusammengeknallt ist. Und das in der letzten oder in den letzten Sekunden dieses Spieles. Also die Frankfurter haben im Moment, genau gegen den Kiefer, ein Problem mit ihren Stürmern. Lakic verletzt. Katnetz, der Neue, darf noch nicht im Moment in der Bundesliga, aber schon. José Lu und Alexander Meyer, das wären noch 2 verletzte Stürmer. Das darf man Armin Fee gar nicht so detailliert erzählen. Aber er nimmt es im Moment ganz sportlich. Mittlerweile ja auch Armin Fee, ein sehr erfahrener, anerkannter Coach. Auch schon 52 Jahre alt. Deutscher Meister geworden mit dem VfB Stuttgart 2007. Aber ein Europapokal-Achtelfinale hat er noch nie erreicht. Obgleich er Champions League gespielt hat mit Stuttgart, mit Wolfsburg. Aber für ein Achtelfinale, das wäre ein Novum für ihn. Vielleicht schafft er das ja mit der Eintracht in der Europa League. So, letzte Aktion möglicherweise. Wir sind schon 3,5 Minuten über die Zeit durch diese Unterbrechung. Gurban Gurbanov für die lange Rückreise aller Ehrenwert mit erhobenem Haupte antreten können. Seine Mannschaft hat sich teuer verkauft hier. Definitiv. Sie haben im zweiten Durchgang klasse gespielt. Es bleibt aber dabei, die Frankfurter am Ende sicherlich eine Nummer zu groß für Karabach Akdam. Auch Emmett im zweiten Durchgang sehr solider Leistung, Kevin Trapp. Im ersten Durchgang hat er ein bisschen gewackelt bei 1-2 Fernschüssen. Alles wartet auf den Schlusspfiff. Die rund 48.000 hier im Stadion und sie daheim natürlich auch. Eintracht Frankfurt steht gleich, nämlich jetzt genau in der Gruppenphase der Europa League. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Couragierte Leistung der Frankfurter und der Sieg gegen
vollkommen in Ordnung. Torschützen Bayer, Inouye. Also, wir feiern alle mit Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt zieht also ein. Die verrückteste Geschichte war heute definitiv die mit der Kapitänsbinde. Zambrano trug sie zuletzt. Vorher hatte Alexander Meyer Probleme, sie anzuziehen. Es war kein gutes Omen. Schwegler ausgewechselt, Meyer später auch verletzt ausgewechselt. Aber diese Binde, das war ja eine verrückte Geschichte heute Abend. Da müssen die Frankfurter noch ein bisschen nachjustieren und ein bisschen lernen. Weiß vielleicht auch ihr Vorstandsvorsitzender Heribert Bruchhagen. Den begrüße ich jetzt ganz herzlich gleich. Der steht nämlich gleich bei meinem Kollegen Matthias Killing und wird sicherlich strahlen wie ein Honigkuchen. Aber das